Hallo und herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Heute wollen wir uns dem Studium von Gottes Wort widmen. Und ich denke, gerade in unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass wir die Prophetie studieren. Schon deshalb, damit wir Bescheid wissen, mit welchen Mächten wir es jetzt in den letzten Tagen der Weltgeschichte zu tun haben. Ganz am Anfang des Buches der Offenbarung ist uns gesagt, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Diese Dinge wurden also für uns, für diejenigen, die jetzt in dieser heutigen Zeit leben, geschrieben. Und glückselig ist, der es liest, hört und bewahrt. Über das Buch Daniel sagte Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Jesus fordert seine Nachfolger dazu auf die Zeichen, die durch den Propheten Daniel geredet wurden, zu achten. Und in diesem Video wollen wir uns mit den Parallelen zwischen dem kleinen Horn in Daniel 7 und dem ersten Tier aus Offenbarung 13 beschäftigen. Damit kein Zweifel offen bleibt, dass es sich hier um die gleiche Macht handelt, nämlich das Papsttum. In Daniel 7, Vers 8 wird uns über das kleine Horn gesagt, dass es eine Macht ist, die große Dinge redet. Und genau dasselbe wird uns über das erste Tier in Offenbarung 13 gesagt. Es wurde ihm einmal gegeben, dass große Worte und Lästerungen redet. Auch wird uns gesagt, dass das kleine Horn eine Macht ist, die Gott lästert. In Daniel 7, Vers 25, das kleine Horn, und in Offenbarung 13, Vers 6, wird über das erste Tier gesagt, dass es sein Maul auftat zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen, seine Hütte und die im Himmel wohnen. Was ist Gottes Hütte? Ist es nicht sein Heiligtum im Himmel? Und hat diese Macht nicht Gottes himmlisches Heiligtum durch ein irdisches Heiligtum und Jesus als den Hohepriester durch eine irdische heilige Priesterschaft ersetzt? Es besteht kein Zweifel, nicht nur, dass das kleine Horn niemand anderes ist als diese Macht, die es beschreibt, nämlich das Papsttum, sondern dessen Eigenschaften lassen keinen Zweifel offen, dass das erste Tier aus Offenbarung 13 genau dieselbe Macht ist. Von dem kleinen Horn ist uns in Daniel 7, Vers 21 des Weiteren gesagt, dass es Krieg führt mit den Heiligen und sie überwand. Über das erste Tier in Offenbarung 13 ist uns genau dasselbe gesagt. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Sie werden in seine Gewalt gegeben für 1260 Jahre. Daniel spricht von einer Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, während Johannes von 42 Monaten spricht. Wir werden nun prüfen, dass es sich hierbei um die gleiche Zeitspanne handelt. Eine Zeit steht für ein Jahr. Und ein jüdisches Jahr besteht aus 360 Tagen. Ein Jahr hat 12 Monate. Demnach stehen zwei Zeiten für 720 Tage oder 24 Monate. Eine halbe Zeit ist ein halbes Jahr, also 180 Tage oder 6 Monate. Rechnet man dies zusammen, ergibt das entweder 1260 Tage oder 42 Monate. Es ist genau derselbe Zeitabschnitt. Und weil wir wissen, dass in der Prophetie ein Tag für ein Jahr steht, handelt es sich bei den 1260 Tagen um 1260 Jahre. Es ist genau die Zeitspanne der päpstlichen Oberherrschaft, die es von 538 nach Christus, als Justinian den Bischof von Rom zum Haupt aller Kirchen erhebt hatte, bis 1798 innehatte. Genau in diesem Jahr wurde Pius VI. Von Napoleons General gefangen genommen. So wurde vor allem seine politische Macht dadurch gebrochen. Noch eine letzte Eigenschaft ist die, dass es Macht hat über die anderen Nationen, Stämme und Völker. In Daniel 7, das kleine Horn, das größer war als die anderen Hörner, die neben ihm waren. Was in der Prophetie für ein König oder Herrscher steht? Könige und Herrscher regieren Völker und Nationen und genau dasselbe wird uns über das erste Tier aus Offenbarung 13 gesagt.
Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Wir haben es hier mit der ein und derselben Macht zu tun. Das kleine Horn aus Daniel 7 ist das erste Tier aus Offenbarung 13. Daher ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur Augen für das Neue Testament haben. Denn wie will man das Buch der Offenbarung verstehen, wenn man das Alte Testament beiseite stellt? Die Behauptung vieler Christen, dass das Alte Testament heute nicht mehr wichtig ist, ist nur eine weitere Täuschung Satans, damit so wenig Menschen wie möglich sein Instrument, sein Werkzeug, das er dazu benutzt, um seine Pläne auszuführen und voranzubringen, nicht entlarven können. Den Link für die Notizen zu diesem Bibelstudium werde ich euch in die Infobox stellen. So habt ihr die Möglichkeit, es für euer persönliches Studium herunterzuladen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.